Für uns ist das ein Riesenmarkt, wir sind aber auch nicht größenwahnsinnig. Mein Name ist Andreas Piepenbrink, ich bin Gründer und Geschäftsführer von E3DC. E3DC steht für das E3-Programm, Einsparen, effektiv sein und erneuern. Das System ist ein All-in-One-System, alles ist drin, auch die DC-seitige Erzeugung. Das heißt, Sie brauchen kein Stromnetz, um die Sonnenenergie in die Batterie zu kriegen. Das Gerät ist notstromfähig, das heißt, bei Stromausfall sind Sie weiterversorgt, daher heißt es Hauskraftwerk. Und das Energiemanagementsystem ist komplett, das heißt, es ist erweiterbar, es hat die vollständige Vernetzung und daher ist es bei den Kunden extrem beliebt. Ich denke, dass es Kunden gibt, die autark leben wollen. Ich denke auch, dass Kunden das primär zum Spaß ausprobieren. Aber denken Sie an das Westmünsterland-Szenario. Es gab mal eine Zeit vor 6 Jahren, wo das Westmünsterland 14 Tage keinen Strom hatte. Und die Leute, die das mitgemacht haben, haben das nicht vergessen. Es ist eine Philosophiefrage, es ist eine Funktionsfrage und es ist eine Prinzipfrage. Es gibt 2 Kundengruppen, die PV-Erfahrenen tatsächlich, die eine Solaranlage haben und ihren Eigenverbrauch und ihren Autarkiegrad erhöhen wollen, weil sie Strom zwischenspeichern möchten. Aber die Hauptkundengruppe sind tatsächlich Leute, die ihre Energieversorgung auf Elektrik umstellen. Das heißt, die Welt wird elektrisch. Die möchten ein Elektroauto fahren, die möchten eine Stromheizung haben, weil sie selber den Strom machen können. Das heißt, das sind Leute, die möchten etwas autarker sein. Wahrscheinlich ähnliche Beweggründe wie die Anschaffung eines Eigenheims. Das heißt ganz klar Unabhängigkeit und Unabhängigkeit von steigenden Energiekosten. Es kostet Sie in etwa die 8- bis 10-fachen Jahresstromkosten als Investition. Das ist überschaubar. Und danach fahren Sie auf 30 bis 40 Jahre unter natürlich Teiletausch und Reparaturen die Investitionen doppelt und dreifach wieder ein. Die Produkte werden in Deutschland entwickelt, gefertigt, weil wir nur Qualität liefern können, wenn wir das gesamte System verantworten. Unsere Systemgarantie ist quasi eine 10 Jahre Gewährleistung. Das heißt, nur wenn Sie alles selber unter Kontrolle haben mit einem eigenen Werkskundendienst, können Sie dem Kunden 10 Jahre lang versprechen, dass Sie das Gerät wieder reparieren. Und wenn Sie es nicht selber entwickeln, können Sie nicht Technologieführer sein. Das heißt, E3DC möchte Benchmark sein, E3DC möchte technologisch führend sein. Wir wollen die besten Produkte haben und dafür gibt es einen Markt. Und das Handwerk und Qualität wird sich auch in Zukunft lohnen. Weltweit sind bis dato ungefähr 80.000 Eigenheime mit Stromspeichern, in Deutschland ungefähr 40.000. Das heißt, der deutsche Markt ist die Hälfte des Weltmarkts und die Haager Strategieabteilung sieht in 2025 einen deutschen Markt von ungefähr 80.000 Speichern. Visionär formuliert spielt das Elektroauto und das Haus zukünftig zusammen, indem sie miteinander reden. Über neue Kommunikationsstandards, über ein neues Energiehausmanagement und rein physikalisch stehen vor der Tür 10-mal so viel Speicher wie im Keller. Das heißt, das Auto wird zukünftig auch entladen und auch intelligent geladen und auch rein DC-technisch geladen. Das heißt, langfristig entfällt sogar das Fahrzeugladegerät und die Fahrzeughauskopplung wird wesentlich effizienter. Ich denke, in 10 Jahren werden wir tatsächlich fast 1 Million Stromspeicher haben. Es werden auf jeden Fall mehr als 500.000 sein. Das heißt, einigen wir uns auf 800.000 Stromspeicher in Deutschland. Damit hätten wir von 6 Millionen Einfamilienhäusern ungefähr 15% belegt. Das heißt, jeder 7. hat ein solches Produkt. Das ist eine konservative Schätzung. Ich sehe in erster Linie die Haager Group
sehr erfolgreich im Bereich Energiemanagement, Digitalisierung und auch Elektrifizierung des Hauses. Das heißt, eine deutliche Verstärkung des leistungselektronischen Produktangebots der Haga Group. Und ich sehe E3DC als weiterhin erfolgreiche Marke mit einem ausgebauten Marktanteil und vor allen Dingen weiterhin zufriedene Kunden. Und das ist unser Anspruch.